Willkommen zu einer neuen Snapshot-Vorstellung. Nämlich 14W27B oder A, je nachdem. Ich glaube, es war so. Huch, ich habe was vergessen. Okay, wartet. Und zwar haben wir hier, nee, das hier nehme ich mal. Und zwar haben wir neue Tiere. Die spawnen hier in der Welt. Ganz von alleine. Und zwar die hier. Ups, jetzt habe ich ihn geschickt. Die sind ein bisschen scheu, aber total knuffig. und zwar haben wir hier, wir sehen neue Sachen. Ich versuche mal, ob ich ein Rabbit tamen kann. Man muss wirklich sehr still sein. Die sind nämlich sehr, sehr scheu. Ich habe das Gefühl, ich werde keinen Rabbit tamen können. Oder? Wir sehen hier auch ein Baby-Rabbit. Ja, ich habe einen getamed. Hä? Was? Wieso kommt er? Ich frag nicht. Sind die jetzt alle irgendwie verliebt in mich? Sind das jetzt meine? Ich bin mir da nicht so sicher, wie das mit dem Tamen geht. Der da sieht aus wie meiner, denn er kommt zu mir. Bist du knuffig? Bist du knuffig? Ja, das ist meiner, so wie es aussieht. Er guckt schon so. Also tame weiß ich nicht, ob das schon fertig ist, aber er kommt mir ein bisschen seltsam rüber. Aber ansonsten schon toll. Aber ich muss jetzt leider zu Demonstrationszwecken etwas sehr Fieses tun. Obwohl ich sowas nie mache. Wartet. Okay. Muss dabei reichen. So, jetzt. Okay. Hallo Schaf. Huch, seit wann droppst du denn Fleisch? Ich mach mal Inventar und zeige euch das Ganze später. Ich leg mir das ja mal hier oben rein, denn die Hasen können noch mehr droppen aus Fell. Auch wenn es mir sehr leid tut, muss ich dich töten. Ja, Fell. Und diesmal haben wir Fleisch natürlich. Oh, der ist voll knuffig. Ich wollte es nicht. Ach, der droppen auch nicht. Ich hasse sowas. Ich hasse es, wenn ich sowas machen muss immer. Alter, die sind doch viel zu knuffig, um die alle zu killen. Und die droppen vor allem einfach nicht das, was ich brauche. Die sollen das doch droppen angeblich. Warte, habe ich gerade meinen Hand? Habe ich gerade meinen Hasen gekillt? Ich hoffe nicht, das wäre jetzt ein bisschen doof. Ich glaube, Baby droppen nichts. Nein, nein. Ich glaube, ich habe meinen getötet. Hä? Also normalerweise. Warte, wir gehen mal Game 0. Es gibt auch bösartige Hasen, soweit ich das gehört habe. Die droppen einfach alle das nicht. Die müssten das droppen. Ist es so selten? Verstehe ich gar nicht. Ich habe das doch Zufall vorhin doch bekommen. Wieso bekomme ich das jetzt nicht mehr? Ist die Dropchance so niedrig? Vielleicht? Hä? Vielleicht ist es noch ein bisschen verpackt. Das kann auch sein. Ich zeige es euch einfach mal, was ich meine. Oder ich zeig's euch später. Egal, wir fangen erstmal an. Also wie gesagt, hier, die droppen jetzt Fleisch. Und Hasen droppen Hide und also halt Fell und Essen quasi. Und dann gäbe es noch den Hasenfuß. Anscheinend geht das nicht so. Und es gibt eine Hasensuppe, aber da habe ich das Crafting-Rezept nicht herausgefunden. Man kann aus 4 von diesem Fell kann man Leder machen. Und ich zeige euch mal kurz, was man aus dem hier machen kann. Nämlich gibt es neue Tränke. Und vielleicht kann man sich das ja schon ein bisschen erdenken, ne? Ich meine, Hasen und so, ne? Springen ja hier eher höher, also jetzt wisst ihr es aber, oder? Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es jetzt an dieser Stelle wisst, was es für ein Trank sein könnte. Wenn ihr es schon wisst, dann lasst es. Also halt, wenn ihr es schon selbst herausgefunden habt. Und Sprungkraft, also Jump Boost. Das ist jetzt der normale. Es gibt dann noch einen. Also man kann sie natürlich zum Werfen machen.
Man kann sie bestimmt mit Glowstone verlängern und es gibt einen Zweier. Ich probiere mal kurz, wie hoch man springen kann mit dem Zweier. Zwei Blöcke. Höher? Ich weiß gar nicht. Ich glaube zwei Blöcke. Okay. Slash Effect at all clear. Weil er das noch nicht weiß. Genau, Rabbit Food, Rabbit Hide, das hatten wir alles. Okay. Dann kommen wir, gehen wir mal zu den Öfen. Wir haben ja jetzt Raw Rabbit. Ach ja, das ist natürlich. So. Wir hauen hier mal ein bisschen was in den Ofen rein. Und hier habe ich einfach nur Kohleblöcke. Wir könnten mal probieren, aber ich glaube, das geht nicht, oder? Nein. Rabbits zu. Keine Ahnung, wie das ging. Es war irgendwie voll. Okay, da. Cooked Mutant und Cooked Rabbit. Wartet mal. Vielleicht bekomme ich es hin. Was waren das? 18? Nee. Hunger. Ach, keine Ahnung, wie ging das nochmal? So, geht jetzt Hunger weg oder nicht? Nein. Ach, schade. Hm. 22. Ich glaube, Sättigung. Wenn ich das irgendwie ein bisschen overpowered einstellen, gibt es dann weg Hunger? Nein. Leider, keine Ahnung. Vielleicht können wir einfach, aber ich kann schlecht jetzt ewig herumlaufen. Wie man sehen kann, die Hasen gehen einmal auch ein bisschen aus dem Weg, aber die spawnen echt überall. Vielleicht wird das noch ein bisschen eingedämmt, weil das ja. Oder sie spawnen nur in diesem Biom. Könnte natürlich auch sein. Bin mir da gar nicht so sicher. Wir können uns mal die Hasenarten so ein bisschen anschauen. Ja, ihr klein. Oh Gott, ich kann das gar nicht so. Aber eigentlich gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich glaube, der hier hat, glaube ich, 2,5 Hungerbalken. Und der hier, 3. Von der Sättigung weiß ich gerade nicht auswendig. Und an den Command-Blöcken soll was geändert werden. Worden sein, aber ich habe keine Ahnung was. Place Item, es gibt halt neue Sachen. Aber ich, Play Sound hat nur, glaube ich, schon länger drin. World Border, ja, gibt ein paar neue Sachen, glaube ich. Aber ich glaube, die sind jetzt nicht so wichtig für die normalen Survival-Spieler halt, oder Einzelspieler, je nachdem, sind die nicht so wichtig. Und ich habe meinen Hasen getötet, oh mein Gott. Das sind die vorher schon schlimm genug. Wieso soll. Ich meine, wenn du jetzt in den Jump Boost dran willst, musst du jetzt immer diese Hasen töten in Minecraft. Das ist voll. Ja gut, Kühe zu töten ist dann natürlich auch eigentlich sehr schlimm, aber. Ja. Trotzdem ein bisschen doof. Aber naja. Es gibt halt Leute, die essen das, ne? Wie gesagt, Vegetarier und so. Aber nicht in Minecraft eigentlich. Wäre auch mal interessant. Vegetarier in Minecraft. Allerdings hat man da, glaube ich, nicht so viele Möglichkeiten. Ich gehe mal wieder GameMod 1. Aber ich glaube, ich höre auf zu labern, denn es gibt nichts mehr Neues. So. Hier halt das neue. Ich mag es, wenn sie Essen hinzufügen. Aber ich würde mich auch über mehr Landwirtschaft, also zum Anpflanzen, freuen. Wenn sie schon neue Tiere adden, dann können sie auch mal mehr essen. Vielleicht adden. Mein Essen ist jetzt, glaube ich, gar nicht so schwer hinzuzufügen. Ich weiß nicht, wie das so abgeht. Aber einfach, dass man mehr anbauen könnte, wäre schon schön. Okay, dann würde ich sagen, war's es. Und ja, bis zur nächsten Snapshot-Vorstellung, ne? Und verlinkt, wie immer alles in der Beschreibung. Ciao!